Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020. Mein Team hier bei Heisenberg zockt. So, es geht nach Abu Dhabi. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ist das Saisonende. Aber das werden wir dann sehen. Wir gehen mal rein. Jetzt fahren wir erstmal das Rennen, bevor wir irgendwas anderes machen, von wegen Saisonende etc. Ich muss mich hier fokussieren auf das Rennen, denn ich möchte ein gutes Rennen hinkriegen. Endlich mal wieder. Ist schon wieder ein bisschen her. So, Sponsorings, ja, oder Dingens machen wir neu. Aktivitäten laden wir, dann haben wir noch Nachrichten. Aha, wir sind tatsächlich auf Platz 5, also dafür ist, was wir auf der Strecke leisten, nicht ideal. Sag's mal, wie es ist. Einrichtungen bei 19 Millionen. Ja, da sind wir beim alten Thema. Mit 19 Millionen können wir nicht viel machen, sonst können wir dann einfach unsere anderen Kosten nicht mehr decken. Das würde ich lassen, aber der Feebaum, ja. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Dritte Flügelklappen, ja, ich hoffe, wir haben auch schon zweite, nicht, dass das ein Durcheinander gibt. Da können wir noch was machen. Wärmeableitende Felgen. Auch gut. Klingt schon gut. Macht mal. Und dann ist Feierabend bei 261. Okay. Und das Fahrzeug. Alles im grünen Bereich. Wurde nicht nochmal irgendwas gemeldet? Ne, das war davor, glaube ich. Ne, ne. Das müsste eigentlich soweit okay sein. Ich würde sagen, wir gehen zurück. So. Und gehen nach Abu Dhabi. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Strecke ist. Ungefähr weiß ich es. Aber... lasst uns das Training machen. Dann werde ich genau wissen, wie, was, wo. So, ab zum Rennwochenende KI lassen wir. Die ist okay so, finde ich. Stimmt, das ist ja ein Nachtrennen. Aber das ist eine coole Strecke, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin gespannt. Die ist relativ schnell, glaube ich. Ja, lauter Spekulation. Ich gucke jetzt mal, was uns hier genau erwartet. Ein Settingladen natürlich wie immer. Und das Wetter ist okay. Glück gehabt. In den Kommentaren stand noch zum Thema Brasilien war es bei diesem Sinnflutrennen, dass ich da eigentlich Regenkönig bin oder sowas. Nein, das war ich nie. Ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich bei Regen tatsächlich gar nicht schlecht gefahren bin. Aber irgendwie, weiß auch nicht, das hat sich wieder erledigt. Ich mag den Regen einfach nicht. Also, haben auch nicht hier. Wir haben Sonne, wir haben bewölkt und dann das Rennen haben wir nachts. Nachrichten haben wir noch. Mit dem Wetterbericht, das ist alles perfekt. Sehr gut, gehen wir zurück und gehen ins Training und laden uns ein schönes Setting für Abu Dhabi. Mal gucken, was wir haben. Gefahren sind wir hier mit Sicherheit schon mal. Wenn nicht in den Videos, dann sicher im Stream, würde ich mal behaupten. Oder nicht? Doch, also zumindest mit der 19er Version. Gehen wir mal rein. So, haben wir was von Abu Dhabi, von Arnie oder so? Mal gucken. Abu. Da, Abu Dhabi. Abu Dhabi, Arnie trocken. Da haben wir es doch schon. Karriere. Werden wir mal testen, wie immer. Also, was heißt wie immer? Das machen wir. Jetzt haben wir mal 4-6. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zurück und wir gehen zur Strecke. Fliegende Runde gerne. Und dann können wir gucken, ob A, das Setting funktioniert und B, wie ich mit der Strecke klarkomme. Ist ein bisschen komisch, wenn man hier tagsüber trainiert, während das Rennen dann eben nachts ist. Naja, ich kenne sie schon wieder, genau, und dann geht's hier dann gleich wieder links und dann gleich nochmal links. Ich habe das Lenkrad übernommen. So, muss hier aber ein bisschen piano rangehen. So, um erstmal zu gucken, wie was wo. Ja, ist in Ordnung. Das Mikro noch ein bisschen erhöhen, damit das nicht im Weg ist, wenn ich hier lenke. Ja, fühlt sich bis jetzt gut an, das Setting, muss ich sagen. Oh, aber da komme ich... Oh, ja, ja, und da geht's wieder los. Ah! Der gute Arnie, er fährt einfach ganz anders wie ich offensichtlich. Weil ich habe jedes Mal, wenn dann wirklich wilde Kurven kommen... Dann kriege ich Probleme, dann rutscht mir die Karre weg. Ja, ich versuche es jetzt nochmal. Also bis hierhin hat es sich eigentlich gut angefühlt, aber die Kurve gerade eben, eieiei, da müsste ich mit voller Power durch können. Und das kann ich definitiv nicht so. Also das habe ich relativ deutlich gemerkt. Ich mache jetzt nochmal eine Runde dann. Hier ist eigentlich wieder in Ordnung. Ja, schwierig zu sagen, weil es ist natürlich blöd, wenn das Setting sich eigentlich gut anfühlt. Jetzt zumindest in diesem Teil der Strecke. Oder auf diesem Teil der Strecke.
und eigentlich nur die anderen beiden Kurven ein Problem geben. Ja, wobei hier zieht es mich für meinen Geschmack auch zu weit raus. Ja, ich mach noch mal eine. Ich mach noch mal eine mit Arni-Setting. Das funktioniert, man sieht. Allerdings, gut, das war jetzt nicht gut gefahren. Dafür kann das Setting beim besten Willen nichts. Wenn ich einen Käse zusammenfahre. Ja, hier, ihr seht's ja, mich dreht's halt, sobald ich hier ein bisschen zu viel Gas gebe. Klar, dann könnte man ein bisschen weniger Gas geben, aber ich möchte ja schnelle Runden fahren. Und an gewissen Stellen, wo ich jetzt nicht wirklich vernünftig Gas geben kann, weiß ich, dass ich Gas geben könnte. Ja, seht ihr, das meine ich, genau hier. Okay, werden wir das nochmal kurz beenden. Wir suchen uns ein anderes Setting, ich möchte aber nochmal festhalten. Das ist nicht, dass jetzt das Arni-Setting schlecht ist. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das passt einfach offensichtlich nicht dazu, wie ich fahre. Ich fahre halt irgendwie einfach anders. Nicht Zeit beschleunigen. Nein, nein, stopp. Den hier brauche ich. Wir müssen in den Workshop. Weil ein anderes Setting für Abu Dhabi haben wir, glaube ich, nicht. Und daher, einmal den hier. Und dann suchen wir mal, wo haben wir Abu Dhabi? Gut versteckt wahrscheinlich. Abu, da haben wir's. So, schauen wir mal, was wir haben. Da haben wir das Teil von Gatlik. Das ist wahrscheinlich wieder Zeitfahren. Time Trial. Ja, ich nehme trotzdem das. Weil ich bin mit den Settings von diesem Gatlik, das habe ich auch schon mal gesagt, oder Gatlik, Entschuldigung, eigentlich immer relativ gut gefahren. Escape. Nein. Habe ich es jetzt verdattelt? Ich glaube, ja. Ja, das ist immer noch das alte. Ach, come on. Müssen wir nochmal raus. Zurück. Laden. So, nochmal laden das Ganze. Oder hat er auch 4-6? Das kann natürlich sein. In einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Nee, der hat sogar 3-6. Das ist ein ganz munteres Kerlchen. Naja, wir testen es mal. Ich muss aber um die Kurve kommen. Der Rest ist ja eigentlich egal. Also wir gehen... Nein! Wir gehen zur Strecke, fliegende Runde. Nochmal eine Runde machen, gucken, ob das okay ist. Und dann gehen wir natürlich dann relativ flugs ins Qualify über. So, lass mich von der Angel. Dankeschön. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind ja die Flügel eigentlich noch abenteuerlicher eingestellt. Aber wenn der Rest vom Wagen eher meinem Fahrstil entspricht, dann habe ich natürlich viel, viel weniger Probleme mit Drehen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, ja, das reicht dicke. So viel wollen wir gar nicht oder so weit wollen wir gar nicht mit der Karre. Jetzt hier die Kurve ist es. Oh, okay. Sag mal, gibt's doch nicht. Dann kann ich auch Arni-Setting nehmen. Wir machen folgendes. Wir gehen in die Garage. Und jetzt werde ich selber an den Flügeln noch was machen. Das macht uns natürlich ein bisschen langsamer. Aber okay. Lass mich mal reingehen. Etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja, ist mir klar. Hat vor allem auch ein bisschen Geld gekostet. Das ist mir klar. So, ich mach mal so. Okay, testen wir. Gut, haben wir den Schaden repariert, das passt. Ich gehe nochmal kurz rein. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich... 4-5. Ja, wir testen es. Also anders geht's nun mal nicht. Wir müssen es testen. Und wir kommen ja relativ schnell zu dieser einen Kurve, welche mir nicht so liegt. Gibt dann längeres Training. Allerdings, wenn es dann tatsächlich das letzte Rennen ist, dann haben wir wenigstens das letzte Rennen nochmal ein längeres Video. Das ist auch nicht so schlecht. Und wenn ich jetzt hier nochmal 5 Tage und 4 Nächte testen muss, dann werde ich das ganz einfach rausschneiden und euch dann sagen, welches Setting wir haben. So, aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich damit hier relativ gut um die Kurven komme.
Es liegt natürlich schon auch ein bisschen am Fahrer, wie er eben die Kurven nimmt. Das ist mir schon klar. Aber wenn es eben Kurven sind, die man eigentlich volle Pulle fahren könnte, und dann habe ich dort einen Dreher. Okay, das war jetzt, okay. Sag mal, Herr Heisenberg, ist die Karre noch in Ordnung? Machen wir Folgendes. Kann ich das neu starten? Jawohl, Session neu starten. Dankeschön. Vor lauter Angst, habt ihr es gesehen? Oh, aber jetzt muss ich, glaube ich, hier nochmal einstellen. Kann das sein? Nicht, dass ich das jetzt nochmal laden muss, Leute. Sonst dauert dann die Folge. Tatsächlich, das wurde nicht geladen. Ah. Ja, weil ich neu gestartet habe, dann wird es natürlich zurückgesetzt. So, jetzt. Jetzt haben wir wieder die Variante. Ich mache hier mal... mechanischen Grip optimieren. Ja. Optimier mal. Kurven. Unter dem Hotel hindurch ist Technik gefragt. Also stell sicher, dass du mit dem Frontgrip zufrieden bist. Ja, da bin ich gerade dran. Das ist irgendwie eine knifflige Strecke, so wie es aussieht. Habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe primär in Erinnerung, dass ich dort bei der Kurve, wo wir jetzt die ganze Zeit Probleme haben, dass ich dort eigentlich gar keine Probleme hatte. Also nie. Da bin ich wirklich immer mit voller Pulle durchgekommen. Und hier eigentlich auch, mehr oder weniger, also volle Pulle nicht, aber ein bisschen vom Gas runter. Ich muss nicht bremsen, das meine ich. So, da kommt sie dann gleich wieder, die Kurve. Also die noch nicht, die nächste dann. Ja, geht, muss gehen. Also machen wir hier langer Rede, kurzer Sinn. Zurück in die Garage. Wir starten das Qualify. Wenn es mich dann halt dort rausbrettert, das ist halt ein Teil des Spiels. Dann, ja, dann ist es halt ganz einfach so. Dann passt das Setting nicht zum Fahrer und der Fahrer nicht zum Setting. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, es geht schon. Ich muss dort halt ein bisschen zurück mit dem Tempo. Da muss ich aber, ja, halt wirklich... Ja, wie soll ich sagen, Tribut zahlen dem, dass ich dort nicht mit voller Kanne durchbrettern kann. Gut, lad mal, wir müssen ins Qualify. Es lädt, bitte das Wetter so lassen, wie es ist, dankeschön. Nachrichten haben wir noch. Ja. Okay, passt alles bestens, gehen wir zurück, simulieren das hier. So wie wir es immer machen. Und dann geht es ab ins Qualify und da bin ich gespannt. Wollt ihr eine Prognose? Wahrscheinlich ja. 12. 13. Also viel besser glaube ich tatsächlich nicht. Weil eben die Strecke. Ich muss bei der Kurve dort aufpassen wie ein Irrer. Weil sonst, wenn wir uns drehen, dann ist natürlich ganz vorbei. Das Problem kennen wir. Das geht allen gleich. Nur die einzigen, die sich hier jeweils drehen, das sind wir. Also ich habe, glaube ich, die KI noch nie gesehen, dass sie sich wirklich drehen. Die hatten schon Motorschaden und alles, aber... Eine Drehung, einfach so ein Fahrfehler, gibt es eigentlich, glaube ich, relativ selten. So, wieder Nachrichten. Jawohl, die üblichen Verdächtigen sozusagen. Können wir da zurück und gehen ins Qualify, testen dann gleich nochmal, ob das Setting immer noch das gleiche ist. Und dann geht's ab auf die Piste. Zack. 4-6, jawohl, das passt. Ich würde gerne zur Strecke. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass wir überhaupt ankommen im Ziel und ich dann eben diese Kurve dort vernünftig erwischt habe, in dem Fall, wenn wir ankommen. Er fährt hier wesentlich schneller, jetzt habe ich aber die Kurve besser erwischt. Ein bisschen zu weit rausgekommen. Uff, das gefällt mir natürlich gar nicht, was ich da oben sehe. Ja, ein bisschen kämpfen wir uns wieder nach vorne. Ja, weit hinten. Weil ich einfach die Kurve wahrscheinlich auch ein bisschen zu zaghaft genommen habe. Aber ich nehme die lieber zaghaft und fahre nachher weiter, als dass ich die volle Kanne nehme
Und nachher habe ich das Problem, dass es mich rausballert. So, und das hier ist eine sehr, sehr coole, ein sehr, sehr cooler Abschnitt dieser Strecke. Sehr kurvig, aber wirklich sehr aus einem Guss das Ganze. Das macht riesen Spaß. Und jetzt haben wir hier sogar ein bisschen Zeit dazu gewonnen. Ja, auf der 11 sind wir noch gelandet. Okay, im letzten Teil haben wir uns nochmal verbessert. Ja, die 11 ist okay, damit kann ich leben. Damit kann nur arbeiten, weil dann sind wir mitten im Feld drin. Wir haben zwei Kämpfe etc. Da freue ich mich schon drauf, das wird cool. Wir werfen noch einmal einen Blick auf uns. De Vries auf der 8, jetzt will er es wissen. Nicht schlecht, der Kollege. Heiliges bisschen. Aber eben, er ist halt meistens wirklich dann gut, wenn wir nicht so gut sind. Wobei, ich muss sagen, Rang 11 eben, ich habe gesagt 12 oder schlechter. Passt doch. Also da, wie gesagt, damit können wir arbeiten. Ja, ich überlege gerade, ja, nee, müssen wir nichts machen. Ich habe gerade überlegt wegen Reifen, aber es regnet ja nicht. Dann können wir hier ganz normal mit Reifen arbeiten. Das war Pech. Nicht ganz da. Aha, gefällt uns nicht so, okay. Das ist noch nicht das Ende der Welt. Nö, nö. Wir haben noch das Rennen und da gehen wir jetzt auch rein. Sardene. Abu Dhabi bei Nacht. Haben Sie Abu Dhabi schon bei Nacht gesehen? Nee, das war was anderes. Das war Wien. Das müsste der Arni wissen eigentlich. Also nicht nur der Arni. Es ist Zeit für das letzte Rennen der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft. 2010 haben hier vier Fahrer bei diesem Rennen um den Titel gekämpft, wobei sich letztendlich Sebastian Vettel durchsetzen konnte und zum bis dahin jüngsten Weltmeister gekrönt wurde. Erwartet uns auch heute wieder so eine große letzte Überraschung? Finden wir es heraus beim großen Preis von Abu Dhabi. Hier auf dem Yas Marina Circuit kriegen es die Fahrer mit 9 Rechts- und 12 Linkskurven einer Gesamtlänge von 5,47 Kilometern zu tun. Die zwei langen Geraden eignen sich perfekt für Überholmöglichkeiten, bevor es in die jeweiligen Schikanen geht, und wir können uns insgesamt auf sehr schnelle Runden freuen. Die Rundengeschwindigkeit liegt im Durchschnitt bei knapp 200 km/h. Mein Co-Kommentator für das heutige Rennen ist Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende... Ja, ihr habt's gehört, das letzte Rennen der Saison. Dann würde ich sagen, Daumen drücken. Eine lange Saison liegt hinter uns. Versuchen wir sie mit... Eine lange Saison liegt hinter uns. Versuchen wir sie mit einem tollen Rennen zu beenden. Ja, das werden wir versuchen. Ich war noch mal kurz für kleine Rennfahrer. Damit sollten jetzt die Weichen gestellt sein. Für ein vernünftiges Rennen, hoffe ich. Gucken, dass wir hier gleich mal ein paar Plätze dazu gewinnen können am Start. Das geht eigentlich meistens relativ gut. Das war jetzt natürlich risky, das ist klar. Aber ein bisschen Risiko muss sein. Da haben wir schon eine Berührung gehabt. Leclerc und De Vries sind da am Fighten, unser Teamkollege. Ja, und hier haben wir den Ziehharmonika-Effekt wie in Monaco. Da bleibt man fast stehen, wenn man nicht hier in den Vordermann reinbrettern will. Jetzt habe ich dafür die Kurve schlecht erwischt. Ja, 9. ist in Ordnung, das gäbe schon mal Punkte. Hinter uns Norris, vor uns De Vries. Natürlich noch alles dicht gestaffelt. Hier könnte ich eigentlich versuchen reinzustechen. Das versuche ich mal in der nächsten Runde, wenn es dann noch aktuell ist. Aber ich komme mit ERS hier tatsächlich an De Vries ran. Man sieht es. Und ich komme auch vorbei. Ja, oder auch nicht. Er kämpft. Das ist sein gutes Recht. Jetzt hat er zurückgezogen. Aus gutem Grund, würde ich sagen. Also... das hat er fein gemacht. Dafür kriegt er nachher ein Käffchen. Oh, da muss ich massiv bremsen. Da wäre ich Leclerc hinten reingekracht. Oh, das ist natürlich schlecht, weil das kostet Reifen und das kostet natürlich auch Zeit. Ja, 8. Zehntel, okay, für DRS wird es noch reichen. Wir wären noch im Fenster drin. Hier die Kurve, die kennen wir, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn wir hier einen Dreher haben, ist das Rennen wahrscheinlich vorbei.
oder wir haben zumindest so viel Rückstand, dass wir da nicht mehr wirklich was machen können. Ja, sie hauen ein bisschen ab hier, der Kollege Leclerc. Allerdings auf der Geraden mit der ERS, man sieht es, da komme ich wieder ran. Und zwar relativ gut. Aber bei der Kurve verliere ich dann wieder Zeit. Aber wir sind noch im DRS-Fenster drin, also das passt. Ah, die Strecke ist halt schon, die ist einfach so cool. Also ich bin absoluter Abu Dhabi-Fan mittlerweile. Diese Kurven, es ist halt, das Ganze fühlt sich extrem intensiv an. Und ist trotzdem wie aus einem Guss. Also da ist überhaupt keine Stelle, wo man denkt, was soll das denn? Sondern das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, einfach logisch, so wie diese Strecke aufgebaut ist. Ja, da habe ich gepennt. Also nicht gepennt, ich habe gelabert. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du okay. Kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Ja, das hoffe ich doch. Ja, fast zu stark gebremst und dann zieht es mich hier so raus. Schlecht gefahren. Ah, aber für DRS müsste es reichen. Jawohl. Das wird Leclerc aber auch haben. Mhm. Aber wir haben ein starkes DRS, so wie es aussieht. Wahrscheinlich auch das Setting halt so gewählt, dass wir auf der Geraden wirklich Tempo haben. Oh, lala. Oh. Da kriege ich tatsächlich noch... Oh, ich wäre ganz nah dran gewesen, wenn ich sogar nach so einem Rutscher noch DRS krieg. Jetzt heißt es wieder aufholen. Oh, immer diese kleinen Fahrfehler. Wobei, ich weiß nicht, warum ich dort rutsche. Das ist halt auch wieder irgendwie... Die Batterie sieht gut aus. Du kannst Überholen aktivieren. Ja, mache ich. Jo, irgendwie, ich weiß auch nicht, das Ganze fährt sich irgendwie fast schon wie auf Seife. Ja, die Reifen sind in Ordnung, also das ist absolut kein Problem.